Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier in der Schlacht der Briten. Ich zeige euch nochmal, wie das hier aussieht. Und ja, genau. Wir hatten hier letztens eine komplizierte Schlacht und die hatten wir beim letzten Mal noch gewonnen. Ich habe jetzt hier angefangen, weil beim letzten Mal die Aufnahme irgendwie komisch war. Deshalb würde ich mal sagen, machen wir direkt mal hier weiter. Ich lese euch gleich kurz den nächsten Missionstitel vor. Gut, Spielübersicht. So, der nächste Missionszettel ist nämlich die Schlacht von Hastings, Leute. Gut. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an hier. Wieder mit dem geilen Erzähler. Der König von England, Edward der Bekenner, war tot. Harold Godwinson brach sein Versprechen und forderte den Thron, den Edward William, Herzog der Normandie, versprochen hatte. William stand am Kanalufer und schaute über das dunkle Wasser. Auf jeden zufälligen Beobachter hätte er ruhig und gefasst gewirkt. Doch seine Gedanken waren aufgewühlt. Er überlegte emsig, was geschehen war, wie man weiter vorgehen und was genau man tun sollte. Er war verraten worden, doch noch gab es Hoffnung. Mit genug Ressourcen, Männern und Schiffen konnte er zurückerobern, was ihm versprochen worden war. Der Thron Englands konnte ihm gehören. Ah, ja, Leute, alles klar. Also wir sollen jetzt als William von der Normandie nach England übersegeln und in eine Schlacht in Hastings ziehen. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Sammeln Sie Ressourcen und bauen Sie eine Armee für eine Invasion in England auf. William muss überleben. Ja, muss er doch immer. Gut, Leute, haben wir hier irgendwelche Tipps? Ja, gut, aber schützen Sie Ihre Ressourcen auch so gut. Leicht über die Banditen anlocken. Okay. Weiß nicht, auf englische Kriegsschiffe vor. Was? Okay. Geschichte für alle, die dies nochmal lesen wollen. Und dann würde ich mal sagen, starten wir mal direkt. Ganz genau, Leute. Wieder mit einer coolen Cutscene hier. Der König von England ist tot und Harold Godwinson wurde zum neuen König ausgerufen. Diesen Affront darf ich nicht ungesühnt lassen. Männer, wir müssen eine Invasion planen, eine Armee aufstellen und ausrüsten. Alles klar, Leute, dann würde ich sagen, machen wir das doch gleich mal direkt. Wir haben aber noch 17 Restpunkte. So, würde ich sagen, machen wir Bürger mal Trefferpunkte. Und die Bogenschützen können mal ein bisschen mehr abziehen. Alles klar, Leute. Gut, wir haben Ressourcen hier, ne? Genau, wir haben hier... Ja, super. Haben wir hier irgendwelche Bürger? Wir haben Bürger... Ui, kommen die denn alle auf einmal her? Krass. Okay. Wie viele haben wir hier? Wir haben hier 8 Stück. Gut. Würde ich sagen, machen die mal hier nur eine Mühle hin. So, Leute, ach du Heilige. So. Die Spielgeschwindigkeit ist wieder so langsam. Und ja, Leute, alles klar. Dann würde ich mal sagen, bauen wir hier weitere Bürger. Am besten 12 Stück. Was ist das denn hier? Nahrung und Holz. Ah ja, okay. Ja, Leute, willkommen zurück bei Empire Earth. Was ist das denn hier? Okay. Hier ist eine Goldmine auf jeden Fall. Okay, cool. Und... Was? Ach, die haben wieder nicht genug Holz. Ach, verdammt. Verdammt. Egal, Leute, dann... Wie viel Holz braucht das? Ich weiß es nicht. Ist das die, die steht? Nee, die kann mal weiterarbeiten hier. Das ist sogar einer zu viel, ne? Ja, okay, dann... Hilfst du mal bitte beim Holz. So, wir brauchen... Ernsthaft... Verdammt. Verdammt. Da stand schon eine Mühle. Ich bin auch so blöd. Wirklich. Ja, gut. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, bringst du mal bitte dein Holz rein. So. Dann müsste das, denke ich mal, passen mit dem Holz hier. Oder? Oder? Moment. Ja, ich bin gerade noch so ein bisschen konzentriert, wie ihr merkt. Das müsste aber doch... Ja, jetzt passt das sehr gut. Alles klar, dann würde ich sagen, nehme ich mir schon mal hier 6 Stück mit und
Buch schickt ihr eigentlich schon mal hier oben hin. Da ist eine Siedlung nur, ne? Egal, Leute. Wir können hier gleich was ausbauen. Holz 100, ja. Gut. Die Bürger hier... bauen sie Armee für ihre Invasion in England auf. Okay, Leute. Aber in den Tipps haben wir gelesen, dass wir die Ressourcen schützen müssen. Das heißt, wir müssen da noch Türmchen aufbauen. Da würde ich sagen, machen wir das doch mal. Aber erstmal, sie können sogar mit keiner... Warum nicht? Das kann man nicht bevölkern. Schade. Okay, egal. Gut, Leute, dann würde ich sagen... Warum haben wir keine Türme? Warum können wir keine Türme aufbauen? Was soll das? Okay, gut. Hier ist unsere Armee. Warte. An die Säbel und Angriff. So. Ja. Dann haben wir jetzt hier unsere Einheiten für hier unten. Ich finde das komisch, dass wir hier keine Türme bauen können, ne? Nichts bevölkern und so. Keine Ahnung. Also... ich glaube, wir müssen da irgendwie dreimal ein paar Pferde hinstellen. Gut, dann würde ich mal sagen, baue ich mal ein paar Ritter. So, Ritter. Gib mir Ritter, Leute. Alles klar. Und aus der Kaserne können bitte mal... Oh, schaut mal hier. Burgfried. Wieder diese Burg mit dem Glasdach. Ja, sehr logisch, ne? Ich weiß, aber es ist in Ordnung. Langschwertkämpfer und Pikeniere mal bitte. Und jeweils 8 Stück. Also 8 Stück. Gut, dann bewachen die halt hier die Bürger, ganz genau. Banditen, haben sie gesagt, ne? Moment, wo sind denn die Banditen hier? Ja, freut mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid, beim guten alten Empire Earth. wir gehen in die nächste Schlacht direkt rein, tatsächlich. Also in die Schlacht von Hastings. Sind noch in Frankreich unterwegs. Und segeln gleich über nach England, alles klar, würde ich sagen. Machen wir das mal direkt. Und die Ritter, die können ja... Wir haben mal wieder kein Gold. Alles klar, die wollen immer Gold haben, ich verstehe schon. Gut, aber die können wir schon mal aufwerten, ne? So, so, zack, zack. Und die Langschwertkämpfer. Ganz genau, so. Und zack, so. Oh, sehr schön, Leute. Gut. Dann haben wir jetzt hier nochmal 3 Ritter. Die würde ich sagen, packe ich einfach mal zum Schutz von denen. Mit eurer Ehre, ganz genau. Und ja, Leute, dann würde ich mal sagen, gehen wir das mal weiter hier in Angriff. Im wahrsten Sinne. So, was ist jetzt hier? Ah, ich muss Bevölkerungslimit haben, glaube ich. Ja? Meine Invasionsmacht ist fast bereit. Ich kann den Schiffsbauern sagen, dass sie an den Docks Frachter bauen sollen und Kriegsschiffe, um sie zu schützen. Habe ich erst einen Pier gefunden, um Anweisung zu geben, kann der Bau beginnen. Ah, okay, Leute. Wenn sie bereit sind, die Segel zu setzen, bringen sie William zu den Docks und wählen eines an. Ja, gut, Leute, aber das würde ich sagen, mache ich erstmal noch nicht. Ich warte jetzt erstmal nochmal die Einheiten hier ab. Ritter, Leute. Ich brauche noch mehr Einheiten, wirklich. Nein, nein. Verdammt. Ja gut, egal. Dann halt keinen Ritter. Dann lass den Ritter bleiben. Aber das ist doch viel zu wenig. Oder? Das ist doch viel zu wenig. Ich brauche eigentlich die hier auch noch. So. Gold. Ja, ja. Die brauchen alle Gold. Das ist... Seer, genau. Pikeniere, Leute. Sehr, sehr cool. Jo, dann würde ich mal sagen... wofür haben wir denn dann 500 Steine? Was macht ihr da? Ihr macht ja gar nichts hier. So, sammelt mal Holz. Warum können wir keine Türme bauen? Das finde ich grau. Muss ich das vielleicht einmauern? Das ist vielleicht eine Idee, ne? Dass ich die Sachen da einmauere. Moment. Von wo können denn Banditen kommen? Moment, da kann ich vielleicht die Ritter hier mitnehmen. Kann man da durch? Leute, da kann man tatsächlich durch. Oh, das ist doch blöd. Aber hier ist nichts. Trotzdem. Ich glaube, ich mache das so, Leute. Ich werde hier noch ein paar Mauern bauen. Damit ich hier die Ritter mitnehmen kann. Weil ich glaube, ich werde da alle möglichen Einheiten brauchen.
oder? Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Nee, kommt. Nee, dann, so, hier diese Tipps, Leute. Hier, Tipps. Wenn sie Harald Godwinson verletzen können, sinkt die Moral der englischen Armee gewiss. So. Schützen sie ihre Ressourcenorte gut. Leichte Beute kann Banditen anlocken. Ja, gut. Wir werden überfallen. Wo? Wo werden wir überfallen? Wir werden da. Aha, okay. Gut, Leute. Alles klar, da sind die Banditen. Okay, dann lock den mal hier raus. Und mach die kaputt. So. Nein. Einfach im Kreis laufen, Leute. Einfach im Kreis laufen. So wie ich es im Skirmish-Match gelernt habe. So, Leute. Gut. Alles klar, wir brauchen die also hier. Hm? Alles klar, ich verstehe schon. So. Wir werden überfallen. Wir werden angegriffen. Ah, da hinten. Alles klar, Leute. Ja, dann. Ach, verdammt. Oh nein, jetzt lass doch mal deine Bürger in Ruhe. Dann wehrt euch mal los. Wehrt euch gegen diesen blöden Ritter. So. Ach, verdammt. Okay, da muss ich leider noch mal zwei Bürger nachbauen. So, Leute. CC. Und war es das jetzt mit den Angriffen, oder wie sieht es hier aus? Weil ich würde die Ritter gerne, echt gerne mitnehmen, aber... Gut, dann, William, komm mal her. Komm mal her an Sachsen. Komm mal her an die Docks, bitte. Gut, alles klar. Die gehen mit hier oben helfen. So, aber da wir keine Türme bauen können, sind die Steine echt unnütz. Die sind voll aufgewertet. Die brauchen noch. Ja, was brauchen die? Die brauchen Gold, okay. Ja, wie gesagt, Leute. Freut mich, dass ihr wieder hier dabei seid. Bei dem guten alten Empire Earth, wie gesagt. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid gut durch die Hitzewelle gekommen. ich bin doch ganz gut durch die Hitzewelle gekommen. Ja. Jetzt ist es zum Glück ein bisschen kühler draußen. So. Bringen Sie William zu einem Dock und wählen es an. Ja. Okay. Nun ist unsere Armee groß genug für eine Invasion. Bauen wir Transportschiffe für die Überfahrt der Soldaten über den Kanal. Oh, okay. Transporter. Ach du Scheiße, die brauchen aber viel Holz. So, bauen Sie Transport- und Kriegsschiffe, um William und seine Armee nach England zu bringen. Okay, dann machen wir das mal. Was haben wir hier? Wir haben hier noch... Die brauchen alle Holz, die Sachen, ne? Das ist so doof. Aber gut, egal. Lässt sich erstmal nicht ändern. Die Retter, die bleiben erstmal da, so zum Schutz. Oh, was ist das denn da? Ah, da müssen wir anlegen. Okay, ich verstehe. Alle Mann an Deck. Achso, ich dachte, das... Schiff könnte einen Schlachtruf machen. Was ist das denn? Sir, man hat gemeldet, dass Harald Hardgrade von Norwegen an Englands Küste gelandet ist und die Armee von Harald Godwinson bekämpft. Geil. Geil. Das sieht geil aus. Mit den Wikingern wird die Engländer dezimieren und entmutigen. Wir werden siegen. Wikinger also, ja. Interessant, Leute. Wirklich interessant. So, was haben wir jetzt hier? Befördern Sie Ihre Truppen über den Ärmelkanal. Ah, seht ihr? Ärmelkanal hier. Zack. Und, ja, dafür brauche ich allerdings noch mehr Holz. Das ist, ja, irgendwie komisch. Gut, dann bauen noch einen Bürger los. Vier Bürger, die Holz hacken, sind zu wenig. Leute. Alles klar, dann haben wir ja hier unsere Armee. Aber das ist keine große Armee, ne? Das ist, was ist das denn hier für einer? Langschwertkämpfer. Langbogen. Och, Leute. Ah, okay. Alles klar. Da liegt schon die Leiche da.
Sind hier welche? Sind hier? Aha, da sind welche. Schau mal, Banditen. So. Zack, weg mit denen. So. Gut, alles klar. Die lasse ich auch mal hier stehen. Ja, meine Güte, da muss man sich um Banditen kümmern, muss man sich um Einheiten kümmern, um Holz. Uff. Ja, ist schon... So, wir sollen noch ein paar andere Schiffe bauen, haben die gesagt. Gut, dann bauen wir eine Fregatte, bitte. Danach werde ich nochmal eine Galeere in Auftrag bringen und ein Kriegsschiff. Und dann würde ich mal sagen, haben wir schon genug Transporter hier, um jetzt hier alles einzuladen. Wo ist der William? Für Ruhm und Ehre. Wo ist der William? Wo ist der William, Leute? Ich brauche den William. Hä? Bringen Sie William und Ihre Truppen? Wo ist der gute alte William? Ah, der hat... Das ist aber auch getan, ne? Schaut mal. Das ist aber auch getan, tatsächlich, ja. So, Galeere. Ja. Galeere, Fregatte. Sehr gut. Ui. Sachsenhunde, ja, genau. Gut, dann würde ich sagen, baue ich einfach noch ein Kriegsschiff gleich. Welches baut? Hier das baut. So, dann pack das mal da hinten hin. Am besten noch zwei Kriegsschiffe, ne? Dafür brauche ich aber mehr Holz. Verdammt. Ja, ich hätte eben die Mühle nicht bauen sollen. Ich merk's schon, ja. Hä? Wir können immer weniger bauen. Was soll denn das? 125 Holz, sehr gut. Ja, okay. Jo, Leute. Dann würde ich sagen, gehen wir das mal in Angriff. Ich glaube, wir haben auch gleich, wenn wir endlich genug Holz haben für ein Kriegsschiff. 60, oh Mann, das dauert so lange. Wirklich. Holzproduktion, gibt es hier irgendwie Holzproduktion? Nein, gibt es nicht. Ich glaube, wir brauchen auch gar nicht mehr so viele Ressourcen, ne? Geht mal zurück und baut mal Holz ab. Wir brauchen gar nicht so viele Ressourcen hier, so. Mach mal diesen Baum weg. Hier, Leute. Diese tote Gelbfichte. Genau. Mach die weg. Die hacken weiter. Sehr, sehr gut. Alle jetzt zum Holz. Der Vogel. Hui. Oh, was ist das denn hier? Da liegt eine Leiche, oder was? Nee. Da war die Schlacht eben, ne? Mit den Wikingern. Alles klar, Leute, dann. Jo, ich glaube, bauen wir jetzt nur noch Kriegsschiffe, bis das Einheitenlimit voll ist. Genau. Ja, jetzt geht's schon viel schneller mit dem Gold, mit dem Holz hier. Gut. Ja. Gut. Ja, sehr gut. So, dann können wir das nächste Kriegsschiff bauen. Weil wir müssen uns verteidigen. Wir müssen uns definitiv verteidigen. So, Leute. Alle mal Punkt dahin. Nö, ich glaube, dann ist das meine Angriffsarmee und dann ladet euch mal bitte ein. So, Leute. Dann setzt mal die Segel. Oh, die passen gar nicht. Oh, okay. Ja gut, dann brauche ich natürlich noch einen Transporter. Einen Transporter noch. Boah, geile Kriegsschiffe hier. Schaut euch das an. Richtig schön antik hier. Aber ist gar nicht mehr antik. Wir sind im Mittelalter, Leute. Gut. Ich kann sogar noch ein paar Einheiten bauen, ne? Ja, dann kommt noch der Transporter gleich da raus. So, dann kann ich noch zwei Einheiten bauen. Dann würde ich sagen, mache ich einfach noch zwei Ritter. Warte. Ich kann... Was? Ach, verdammt. Okay, gut. Dann kann ich doch keine Einheiten mehr bauen. Alles klar, gut. Dann bauen noch ein Kriegsschiff. Ah, oder eine Galeere. Und hier eine Fregatte. So, gut. Alles klar, dann haben wir schon mal unsere Transporter hier fertig. Transporter Bronzezeit. Okay, auch nicht schlecht. Die kann man auch nicht aufwerten, okay. Egal, Leute. Warten wir noch die Schiffe ab und dann legen wir mal los hier. Überqueren wir den Ärmelkanal. Alles klar, dann sind die Schiffe fertig. Sehr, sehr gut. Sind die Team 3 und die gehen mal vor.
Versenkt die Landratten. So sieht's aus, Leute. Ein bisschen Piraterie. Piraterie hier. Mhm. Oh. Okay. Hier ist noch ein Landstück. Okay. Gut, Leute, wir segeln los. Gut, ich würde aber sagen, bevor irgendwas passiert, speichere ich das Ding nochmal. Unter Briten. Und, boah, können wir mal weitergehen, ja. Alle Segel setzen. Genau. Mach mal mehr Schaden. So, und mal ein bisschen mehr aushalten, wenn es geht. Den auch. Ah, schade, Leute, schade. Egal. Setzt die Segel. Los. Setzt die Segel. Oh, seht ihr das da? Kriegsschiff. Alles klar, Kriegsschiff. Okay, korrekt. Seeschlacht. Den kriegen wir. Los. Ach du Heilige. Okay. Die halten ja gar nichts aus. Oh. Boah. Boah, das war... Oh. Das war ja gemein. Wirklich. Okay. Ja gut, alles klar. Dann würde ich mal sagen, lass die mal hier. Boah, das war ein Hinterhalt. Das war mies. Okay, dann müssen wir hier erstmal hinfahren. Da kommt einer von hinten angeschissen. Ja, ja, der hier. Ja, ja, Fregatte, Leute. Ach du, was? Ja gut, aber das geht, Leute. Ich habe verschiedene Schiffsarten. Das sollte passen. So. Ich habe verschiedene Schiffsarten hier. Ach du Heilige. Mach den kaputt endlich. So. Die haben eben echt den hier, natürlich genau mit dem König, natürlich, platt gemacht. Krass, Leute. Gut. Dann schiffen wir uns mal weiter vor hier. Versenkt diese blöden Landratten, Mensch. So. Alles klar. Ja, das lasse ich jetzt mal. So. Egal. Gut. Da ist... Da, Leute. Fregaleere? Okay. Eben war hier ein Kriegsschiff. Naja, gut. Das ist auf jeden Fall schnell kaputt. So, Leute. Nicht, dass hier wieder ein Hinterhalt kommt. Ich würde sagen, das speichere ich direkt nochmal. Der ist ja mega hinterlistig hier, der Gegner. Okay. Nicht schlecht. So. Aber ich glaube, jetzt haben wir den Weg hier frei gekämpft, oder? Ja, weißt du was? Mach mal hier aggressives Fahren. So, Leute. Das war doch schon mal spannend gerade. Nicht schlecht. Setz mal die Segel. So, aber ich glaube, wir haben's, Leute. Wir haben's. Wir überqueren den Ärmelkanal und senden und ja, landen in England. Cool. So, alles klar. Dann beschützt mal hier die Transporter und ihr ladet euch mal bitte ab. D, Leute. So. Bam, badabam, bam, bam. Und ja, ich hoffe, dass euch das hier gefällt. So, Empire Earth. Was macht der denn da? Du sollst dir entladen hier, los. Mit dem König drin. Wir sind sicher so an Englands Küste gelandet. Unsere Kundschafter melden, die Engländer hätten sich nordöstlich bei Hastings aufgestellt. Wir wollen sie nicht warten lassen. Nordöstlich bei Hastings, okay. Besiegen sie die englische Armee. Einfaches Missionsziel, ja. Hoffe ich, dass das reicht. Ich hoffe, wie gesagt, dass diese Armee reicht. Hier oben, ne? Ja. Oh, was? Oh, was ist das denn da für einer? Okay, mach den kaputt. Dann mach den kaputt, los. So, diese Bogenschützen da, guckt euch die an. Das sind Bogenschützen da oben, ja? Richtig hinterlistig. Oha. Oha. England, okay. Ich wusste gar nicht, dass England vorher, ja, ein anderes Reich war, aber okay, egal. Gut. Dann mal los hier. William, du heilst. Was ist los? Oh. Ich muss auf diesen Hügel und zeigen, dass ich nicht tödlich verwundet bin. Oh, okay. Das war ein Trigger, also. Oh, Leute, alles klar, ich verstehe.
Moment, hier William, du sollst hier hoch irgendwo. Da, dahin. Okay, dahin. Alles klar. William muss den Hügel erreichen, sonst gerät die Armee in Panik und verliert die Schlacht. Ja, davon sind doch eh nicht mehr so viel übrig. So, William, geh da hoch. Seht her, es ist William und er lebt. Vorwärts, du Heilige. Nicht auf. So. Uiuiui. Okay. Ja gut, dann. Uiuiui. Okay. Ah, oh, William, was machst du denn da? Mach doch dir die kaputt, Mensch. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben die Armee... Oh, doch nicht. Hier. Howard Godwinson. Harold Godwinson. Ja. Hat sich im Schutz seiner ja. Großkarls Leibwache oh. auf dem Feldherrnhügel verkrochen. Lebend wird er stets eine Gefahr sein. Okay, wir müssen den also killen. Mit den Wick. Ernsthaft? Da sind noch mehr? Töten Sie Harold Godwinson. Seine Elite-Huskarls werden ihn bewachen. Machen die viel Schaden? 29. Nö, nicht wirklich. Ja, okay, Leute, dann. Ich hoffe, dass es klappt, ey. Oh Mann, das sind so viele Sachsenhunde, ey. Das sind so viele Sachsenhunde. Aber gut. Speichern nochmal ganz kurz, Briten. Dann ist die Folge auch gleich schon zu Ende, ne? Ich glaube, das ist die letzte Schlacht hier, oder was, ne? So, dann hoffe ich mal, dass das klappt jetzt hier. Nein? Ach. So, los. An die Säbel und Angriff hier, los. Was macht ihr denn da? Hallo? Oh. Was ist das denn, ey? So, dann macht die kaputt. Oh Mann, Leute. Wirklich? Ey. Was soll das denn? Ja gut, dann sammelt euch nochmal. Ah, da ist er doch, der König hier. Harold Godwinson. So, weg mit dem. Los. Oh, verdammt. Ach, du Heilige. Hier, diesen Harold Godwinson. Los, wegmachen. Wegmachen. Ja. Uiuiuiui, was ist das denn da? Was ist das denn hier? Wo ist Karl? Okay. Ach du Heilige. Ich hab Angst. Was ist das? Oh Gott. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, was ist das denn? Ja gut, dann mach die kaputt. Oder keine Ahnung. Ich hoffe, dass ihr die hinkriegt hier. Komm, die schafft ihr. Oh, die schafft ihr sogar. Geil. Okay. Oh, alles klar. Pfui. Wo rennt ihr hin? So, alles klar. So, wo müssen wir jetzt hin? Finden Sie ein Reitpferd für William. Ja, toll. Und wo soll das sein? Vielleicht hier? Müssen wir mal gucken, Leute. Wir haben noch 2 Minuten. Vielleicht schaffen wir die Mission sogar noch. Die Sachsenhunde hier, ey, wirklich. Wo ist das Reitpferd? Hier? Was ist hier? Hallo? London. Ah, okay. Ich glaube, er hat gesagt, nordöstlich von London, ne? Ah, hier. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Alles klar. Gut, William, besteigt das Pferd. So. Ja, machst du jetzt irgendwas hier? Ja. Okay. Was ist jetzt hier los? Ah, sehr gut. Ist es an der Zeit, siegreich nach London zu ziehen? Gehen wir in den Innenhof. Geleiten Sie William in Triumphzug nach London. Oh, cool. Okay, wir müssen einfach nur hier hin. Ja gut, na dann. Ich hoffe, dass das dann auch war. Alles klar, da haben wir echt eine Mission in einer Folge geschafft. Richtig gut. Ja, cool. Auch wenn es wieder eine Minute oder so mehr wird, aber ist in Ordnung. So, Leute, wir sind da. Hey. Geil. So. Legendär, wirklich. Wir sind in London. England ist unser. Eine neue Ära der Weltgeschichte beginnt. Geil. Okay. Geil.
Wir haben es tatsächlich geschafft, Leute. Oh mein Gott. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft, Leute. Oh, wie cool, wie cool. Ach, hier waren die. Ah, nee, Normandie. Okay. Nee. Hä? Was waren hier? Naja, egal. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben London eingenommen. Und wir haben die Schlacht von Hastings gewonnen. Alles klar, dann würde ich sagen, speichere ich das nochmal. Und dann würde ich sagen, jo, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier. Bei Empire Earth. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge hier. Der 100-jährige Krieg beginnt. Gut, Leute, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.